selber ein bisschen mehr malen kann. Jetzt behandeln wir die Weichteile, sprich die adduktorische Kaumuskulatur, Musculus masseter und zum Beispiel auch Musculus temporalis pars anterior über den kapazitiven Strom, der jetzt so nach meiner Einstellung bis ca. 1 bis 2 cm tief arbeitet und ausschließlich auf den myofaszialen Geweben für eine Wärme sorgt, für eine Mehrdurchblutung. Kapazitive Sprung liegt ja nur auf Weichteilgeweben, ne? Nicht auf den Hakengeweben. Das bedeutet also hier, dass ich schon mal das sehr oberflächlich gelegene Kiefergelenk erreiche, die gesamte Kaumuskulatur. Ohne letztendlich den Knochen selbst zu tangieren. Umgreifen. Alles noch eine vorbereitende Maßnahme. Das heißt, ich möchte auch jetzt für eine resistive Behandlung im Anschluss, dass man das Gewebe ein bisschen vorbereiten, mehr durchbluten. Die ganzen Schmerzrezeptoren liegen ja auch sehr oberflächlich. Die möchte ich erstmal ein bisschen normalisieren. Ich möchte auch den, sag mal, den Durchgang für den resistiven Strom erstmal vorbereiten. Das heißt, den Widerstand der Gewebe etwas reduzieren. Das könnte man jetzt schon mit Übungen verbinden. Mal im Mund etwas. Jetzt machen wir mal eine postisomatische Relaxation. Du schließt gegen meinen Widerstand die Kaumuskulatur, also ich spanne sie jetzt an, erhöhe also jetzt schon mal die Gewebedichte, wechsel dann einmal gegen Widerstand den Öffnen, eine reziproke Inhibition. Jetzt arbeiten die Mundöffner und die Kaumuskulatur, die adduktorische Mundschließmuskulatur, wird jetzt schon inhibiert. So kann man das Spielchen immer wieder oben wieder schließen, wieder öffnen. Wenn man es jetzt ganz perfekt machen will, machen wir das noch mit einer Atemphase. Atmen mal tief aus. Jetzt Mund öffnen, so weit wie du kannst. Tief einatmen und locker. Zu ja. Schon wieder mit meiner Hand arbeiten. Ne? Ich lasse jetzt den resistiven Strom durch meine Hand fließen. Das geht nur bei dieser Modulation. Ja. Hat natürlich jetzt hier den Vorteil, dass ich Triggerpunkte, Verhärtung im Gewebe besser fühlen kann. Ich kann sehr punktuell arbeiten. Also ich kann ganz normale Triggerpunkttherapie jetzt mit diesem Strom schon kombinieren. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, mal in den Kiefergewebewinkel reinzugehen, wo wir den Pterygoideus medialis, auch einen sehr kräftigen Mundschließmuskel haben, den noch mit zu behandeln, kann hier auch verweilen, um eine vernünftige Triggerpunkttherapie zu machen, in Kombination mit diesem biologischen Strom. Und in Kombination, je nachdem wie hoch ich die Stromstärke einstelle, auch in Kombination mit einer Wärmetherapie verbinden. Ich kann ja mal ein bisschen höher gehen, dann merkst du das. Ich gehe mal auf 40%, so einen schnellen, zügigen, satten Kontakt. Da darf man jetzt nicht zu zögerlich sein.
Jetzt bleibe ich mal drauf und jetzt spüren wir ja beide, wie warm es hier im Gebiet wird. Ne? Hast du es gemerkt? Kann mir dann jetzt schon hier punktuell das Kiefergelenk einmal herausnehmen, schön durchfluten und wieder auf die Muskulatur gehen. Temporalis Muskel. Kann man auch diagnostisch nutzen. Ne? Wenn ich jetzt resistiv mit meinem Finger spüre, suche jetzt entsprechende Trigger- bzw. Tenderpunkte hier, also verquollene Muskelfaserbereich, verquollene myofasziale Schichten, dann sagt auch jeder Patient, dass er empfindlicher ist an diesen Stellen. Ne? Also auch diagnostisch. Der Strom macht dann das Gewebe etwas empfindlicher gegenüber einem mechanischen Reiz. Und so kann ich schneller mal entzündliche, gereizte Punkte suchen. Verstanden, das ist ganz genau. Also gleiche Behandlung, nur jetzt liegt der Fokus noch mehr auf dem Gelenk. Ich gehe jetzt von dorsal an das Kiefergelenk und da habe ich den besten Zugang halt über den Meatus acousticus externus. Bin also direkt an dem Kiefergelenk, bin direkt an der häufig sehr entzündlichen, sehr gereizten bilaminären Zone und kann jetzt hier das gleiche Spiel wie gerade auch machen. Ich kann jetzt wieder über Traktion, über eine Latetrusion nach kontralateral und nach homolateral den Kapselbandapparat des Kieferlings behandeln. Hab dann aber gleichzeitig wieder meinen biologischen Strom, der den Stoffwechsel der Gewebe wieder verbessert, der eine Schmerzreduktion macht, indem er die Nozizeption inhibiert. Schiebe den Kiefer wieder nach vorne. Ich erhöhe jetzt wieder den Gewebewiderstand auf den Pterygoideus lateralis. Und dann. Nochmal wieder nach vorne schieben. Und dann. Ich kann es natürlich auch extra oral machen. Schiebe den Kiefer nach rechts, drücke ihn in meine Hand hinein. Und nach links. Und wieder nach rechts. Und wieder nach links. Also das Wechselspiel der Muskulatur, mal über eine postisometrische Relaxation, mal über eine reziproke Inhibition, sodass ich alle Eigenschaften der Muskulatur mitnehme. Die Spannungsphase des Pterygoideus lateralis, jetzt hier, die reziproke Inhibition des Pterygoideus lateralis, indem jetzt der Gegenspieler auf der rechten Seite arbeitet und habe gleichzeitig